Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft. So, jetzt waren wir ziemlich lange im Untergrund und ich muss sagen, ich freue mich schon richtig auf dieses Schaf und diese Kühe. Ja, zuerst gehen wir mal oben das Feld ernten, sofern es schon erntebereit ist. Oh ja, sofern es erntebereit ist. Es ist erntebereit. Ja, ausgezeichnet. So, wir haben jetzt genug Getreide, dass wir unten auch die Rinder vermehren, weil das Leder benötigen wir dann für unsere zweite Expedition in den Untergrund. Aber bis dahin lassen wir uns ein wenig Zeit. So, wir betreten das Schafsgehege. Ja, Futter, Futter, Futter. Ja, jeder kommt dran, jeder kommt dran. Und wir nehmen auch die Schere in die Hand, weil ja jeder dran kommt. Auch zum Scheren kommt jeder dran. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, so, so. Großartig. Ich danke euch schön für die Wolle. Danke, tschüss. So, die Schere legen wir jetzt auch hier ab. Dieses Feldwerkzeug legen wir auch hier ab. Und ja, dann würde ich sagen, lass uns wieder hinunterwandern. Sehr schön, das wird jetzt wirklich schon ein schöner Bauernhof. Ja, ich weiß, ich weiß. Ihr werdet nämlich jetzt als nächstes vermehrt. Ja, du und du. Kleines Baby. Ja. Ja. Der Höhleneingang. Ja, es wird wieder Zeit werden. Diese Folge möchte ich dort nicht hingehen. So, meine lieben Hühner. Auch ihr müsst nun an der Vermehrung teilnehmen. Ihr müsst Teil der Vermehrung werden. Esst die Körner, vermehrt euch, ja. Sehr gut. So. Als nächstes wird das Zuckerrohrfeld geerntet. Sehr gut. Und diese drei Stück Kürbis. Dann schauen wir, dass wir ein wenig von diesen Bäumen hier wieder abroden. Weil wir werden natürlich Holz brauchen. Was haben wir vor mit diesem Holz? Einen oberen Stock aufs Bauernhaus. Und natürlich, wir brauchen regelmäßig Holz. Wir haben das ja jetzt wieder gesehen. An diesem Eingangsportal zur Unterwelt. Auch da haben wir Holz gebraucht für die Leitern. Und ich hätte vor, auch hier unten ein Schafsgehege zu machen. Ja, so ein Schafgehege kann nicht schaden. Das wollte ich eigentlich nicht. Macht aber nichts. Schafgehege kann nicht schaden. Und deswegen wird es hier unten auch eines geben. So, großartig. Ein wenig Holz. 7 Eier geholt. 3-mal den Kürbis. Zuckerrohr. Ja, wir gehen dort nach hinten. Nicht jetzt wegen dem Zuckerrohr zusätzlich noch. Aber das Zuckerrohrfeld werden wir dann auch noch ein wenig vergrößern. Aber später. Das sind alles Pläne für die Zukunft. So. Ich höre bis darauf diesen Skelettmann. Sehr gut. Ich muss sagen, mit dem hier und mit dem Abgang hier bin ich sehr zufrieden. Wirklich sehr zufrieden.
So, hier haben wir Schafe. Nachdem wir hier zwei Schafe haben, in der Befürchtung, ja, ein kleines Hühnchen. So. In der Befürchtung, dass sich diese Schafe hier trollen werden, müssen wir hier ein paar aussetzen, auswildern. Schafe in der Natur ist ja kein Fehler. So, hier bereiten wir schon vor für das Erholungsheim. Und zusätzlich muss das Gehege der Kühe natürlich auch entsprechend größer werden. Wir wollen auch nicht der Kühe wegen Probleme mit Greenpeace bekommen. Und aus diesem Grund muss es einfach ein größeres Gehege sein. Nachdem es aber jetzt schon wieder etwas dunkler wird. So. Die machen auch lustige Geräusche, die Kühe. Ja, wir werden das hier wieder mit Erde auskleiden. Nämlich mit dem Hintergrund, dass wir ja die Gegend hier begrünen wollen. Ein wenig geht noch, bevor die Nacht hereinbricht. Wir müssen die Zeit nutzen. Wir müssen das wirklich nutzen. Wir haben so viele Projekte offen, die wir alle fertigstellen wollen. Und natürlich ohne Schaufel können wir keine Projekte fertigstellen. Nein, ernsthaft. Wir gehen mal schlafen. Gute Nacht. Guten Morgen. So. Sehr schön. Ja, ich bin so froh. Ich habe gleich jetzt diesen Spaziergang nach draußen unternehmen müssen. Ich bin schon froh. Die Gegend ist schön. Eigentlich bin ich insgesamt zufrieden. So, Stickies, Erde, Bruchstein. Es ist wieder mal soweit. Wir müssen eine ganze Portion von Werkzeugen machen. Wir brauchen auf jeden Fall eine Axt und zwei Schaufeln. So, das wird auf die Seite geräumt. Nehmen wir noch mit. So. Hier, dieses Eck wird wegkommen. Ja, der Berg wirkt dann möglicherweise etwas kantig, aber wir wollen ja ein schönes Gehege und keine Probleme mit Greenpeace. Das heißt, hier auch noch der Face. Ich möchte gerne den Face austauschen mit Erde, weil das soll alles so ein natürlicher Erdweich sein. Ja, auch wenn das sehr steil absteigend ist, trotzdem möchte ich versuchen, es natürlich aussehen zu lassen. So, hier einsammeln. Wir holen uns den Zaun und ergänzen das hier. Hier. So, ja. Gleich sind wir wieder da, liebe Kühe. Den Zaun. Hier haben wir den Zaun. Fichtenholzzaun und Eichenzaun. Naja, wir werden schon drauf kommen, welcher welcher ist. Und welchen wir für was verwenden. Das ist Eiche, nicht Fichte. So. Irgendwann können wir das um eins vergrößern. Ja. Aber nicht jetzt, ich weiß. So, der restliche wird abgebaut und an die Ecken des Zauns werde ich auch hier Fackeln geben, sukzessive das Gelände rund um den Bauernhof ausleuchten, damit auch in der Nacht keine Monster, keine Zombies, keine Creeper, ach, und damit wir auch in der Nacht die Gehege finden.
So. Großartig. Ja. Jo, ich weiß doch. So, hier holen wir uns die zwei. Dann werden wir gleich sehen, ob wir nicht noch einen Kürbiskuchen machen wollen, jetzt wo wir Kürbis haben. Eier haben wir. Großartig. Und viele noch dazu. Wollen wir da noch mehr? Wir probieren das mal. Ja, eins, zwei. Nur zwei. Keine schlechte Ausbeute. Nein, es wird ja nicht aus jedem Ei ein Huhn. So, wir machen uns einen Kürbiskuchen. Kürbiskuchen. Dazu nehmen wir da ein wenig. Da ein wenig. Wir brauchen zwei Eier. Und das nehmen wir gleich fürs nächste Projekt mit. So, hier haben wir jetzt. Ah, wir müssen zuerst den Zucker machen, genau. Zuerst den Zucker aus dem Zuckerrohr. Zucker, Kürbis, Eier zusammengemischt, Kürbiskuchen. Ja, mir gefällt's. Und mir wird schmecken. So, eine Axt noch dazu, weil die eine ist schon fast aufgebraucht. Den können wir ablegen, den Zaun. Dafür ein Feldwerkzeug haben wir ja oben gelassen. Das machen wir uns jetzt hier auch, also oben beim Bergbauern. Das wollen wir hier auch noch haben. Weil ich würde nämlich sagen, dass auf der anderen Seite, also hier kommt ja der Fischersteg her, mit dem Weg hier. Das heißt, dass hier das kleine Hinterhoffeld beginnen kann. Hinterhoffeld ist gut. Und zwar, das Feld kann sein 1, 2, 3, 4. Wir haben ja gehört, dass Wasser die Erde zu vier Feldern feucht hält. Das heißt, wenn wir hier danach trachten, vier Felder zu haben, das heißt 1, 2, 3, 4, muss hier Wasser sein. So. Graben wir hier noch ein wenig weiter. Man sieht, das ist eine andere Dimension als da oben beim Bergbauern. Hier geht es so richtig los mit Landwirtschaft. So, hier kommt dann das Wasser, der Wassergraben hinein. Und somit ist das alles hier Feld. Ja, ich weiß, wir haben im Moment noch gar nicht so viel. Zwei. Drei. Hier ist Sand. Vier. So. Hier haben wir. Oh nein, eins zu früh. Hi. Macht nichts. Kommt alles wieder ins Lot. Und zwar hier. So. So, für heute ist es aber auch wieder genug. Ich danke vielmals fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.